Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier gerade an dieser Kreuzung. Ja, wir zeigen das gleich einmal. Dunkelwasserkreuzung und wir müssen hier hin. Irgendwie finde ich das komisch. Ich werde da gleich einmal versuchen. Wir haben da ja Illusion und auch das Hellsehen und rüsten wir doch gleich einmal aus, schauen, ob wir da am richtigen Weg sind. Es gibt da einen wunderschönen Baum, der nordöstlich von hier direkt aus einer Höhle in die Höhe wächst. Okay, ich denke, wir müssen da rundherum. Ich weiß auch nicht warum. Aber egal. Also direkt über den Berg kommen wir nicht. Dann laufen wir da gleich mal los. Wir haben da echt kläglich versagt bei der Verteidigung dieses Dorfes. Ja, die Kaiserlichen sind da reingestürmt und da muss es doch einen Weg geben rundherum. Was es da alles gibt. Ja. Aha. Kommt ja cool. Da ist schon wieder eine Siedlung. Also das kann noch länger dauern. Also ich habe mir schon gedacht, ja, das ist eine Erzader. Ja? Grund um Zauber, ja. Corundum Erzader. So, ich werde nochmal den Zauber verwenden, Hellsehen, weil das kann ja nicht sein. Doch, wir müssen drauf. Da gibt es wahrscheinlich einen Felssteig dazu. Ne? Nebelwacht entdeckt. Hurra, ja. Oh, was bist denn du? Leute, macht euch einen schönen Tag. Unser Feental haut auch rein. Nebelwacht, Pipapo, wie heißt denn der da? Ich habe keine Ahnung. Wir werden da, was werden wir da nehmen? Das Schwert natürlich in die rechte und dann auch noch das Schild, weil es so lustig ist. Das ist Feuerfrost. Ja, der hat Nebelwachtbandit. Lebt er noch? Ah, der war ja nur bewusstlos. Ihr habt schon verloren. Wir stimmen da rein. Ja, dien uns. Jetzt bezahlt ihr. Ihr seid schwach. Das war gar nichts. Okay, endlich mal ein cooler Move. Ja. Was sind denn das für Jungs da? War das alles? Sollen wir das durchsuchen? Nee, wir haben keine Zeit. Wir müssen den Quest erledigen. Wir kommen da zurück, okay? Feental, komm wieder raus da. Oh Gott. Ah, Elfen, ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Lass das sein. Okay. Du hast auch irgendwas für uns, ja, natürlich. Ja, Dietrich ist cool, Gold ist auch gut. Ja, Med. Okay. Und jetzt wieder mal noch einmal. Ich kann ja nicht anders. Ich kann ja nicht glauben, dass das der wirkliche Weg ist. Ja, das ist er. Feental, steig ein, komm. Und lass uns weitergehen. Wir plündern die ein anderes Mal. Wir schaffen den Quest ja sonst wirklich nie. Schneebären.
Ja, und da ist nicht einmal eine Mucke. Das kann nichts Gutes bedeuten. Fuchs, ja, cool. Komm nur. Da, die gelben Dinger sind für nix. Und bin ja gespannt auf wen, weil der kann ja auch nicht so schnell laufen. Wir laufen mit den Füchsen einfach so, ja. Und ohne Musik. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Aber wir sammeln nochmal, was das Zeug hält, ja. So, noch einmal. Ja, da müssen wir rauf. Es nützt ja nichts. Wir schauen nochmal runter. Da hätten wir über die Brücke auch gleich gehen können. Das war ja natürlich klar. Ja? Blaue Bergblumen sind wichtig. Alles, was blau ist, ist auch extrem wichtig. Also das ist einmal ein cooles Zeichen. Wir sammeln da auch noch blaue Bergblumen. Gut. Ja, seht ihr, da unten war das Dorf und da hätten wir gleich darüber laufen können. Ja. Die verabschieden sich auch immer. Extrem cool, die Jungs. So, ja, wir schauen, dass wir weiterkommen. Ich habe da jetzt kurz mal einen Schluck genommen. Ich habe einen Feental, glaube ich, viel zu gut ausgerüstet. Der hat nämlich die gleichen Waffen wie ich. Ja? Nämlich eine Streitaxt, also eine Streitaxt, die lähmen kann und Gesundheit gleichzeitig entzieht, glaube ich. Dann hat er ein Schwert mit Gesundheit oder mit Feuer und Frost Schaden und dann hat er einen Streitkolben mit Magiker und ja, irgendwas mit Blitzschaden, ja. So, wir machen hier mal einen kurzen Rundumblick, weil das ist ja wirklich cool. Da ist ja alles verbrannt. Da waren ja wirklich, glaube ich, ja, die bösen Drachen am Werk. Egal. So, haben wir da jetzt wieder was entdeckt? Da oben ist ein Bär. Wir können jetzt mal was ausprobieren, weil wir gerade dabei sind und so lustig ist. Wir haben ja beschworene Waffen und mittlerweile habe ich auch einen beschworenen Bogen. Und den kann ich mal beschwören. Und dann schauen wir, ob wir den treffen können. Wenn ich bloß so weit schießen kann. Und bei den beschworenen Bogen ist es so, der ist schon tot. Ist der schon tot? Ja, wir haben extrem coole Waffen. Wir sammeln da gleich noch was ein. Nö. Jetzt lassen wir die Jungs einmal. Laufst du uns davon? Nö. Wir werden da jetzt gleich einmal das Schild zu Hilfe nehmen, eventuell. Und dann auch die beschworene, das beschworene Schwert. Feental, misch dich nicht ein! Ja, so kommen keine coolen Moves zusammen. Und du verbrauchst doch Energie. Wo ist denn der Teufel? Der lauft da herum. Jetzt schaue ich mal nach. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen?
Ja, ich möchte mal schauen, was du jetzt an Waffen wieder verbraucht hast. Wo ist denn der Stab? Ja, die Hälfte wieder, der ganzen Magika. Du Kasperl, ich nehm dir den weg. Ja. Ja, wer weiß. Ihr geht vor, ich folge. Haben wir da jetzt die Seele eingesammelt? Das möchte ich auch noch wissen. Ja, es wird da ein wenig kompliziert. Die sind nämlich etwas Sonstiges und gefüllt mit schwacher Seele haben wir da gewöhnliche Seele. Ja, da haben wir einiges gesammelt jetzt. Zwei Seelen. Mächtige Seele. Ja, die habe ich gekauft, glaube ich. Okay, das war es dann auch schon. Ja. Ja, wir müssen darüber, es nutzt nichts. Und ich beeile mich auch. Aber die. Rieche Schwäche. Ja? Schon wieder ein Bär. Ja, das war's dann auch schon. Ja, gut. Die Jungs sind cool drauf. Was, du auch, mein Freund. Der kleine Fuchs. Sorry. Da gibt's noch Blumen. So, und jetzt ist genug mit Sammeln. Ja, natürlich. Sorry, ich kann's ja nicht lassen. Distel. Fuchs, verschwind, das ist gefährlicher für dich. Da oben ist eine Ziege, ja, passt auch. Wir müssen da über den Pass drüber. Das ist auch eine Distel, oder? Ja. Schmetterlinge wären auch cool, aber da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Sonst kommen wir da wieder. Einbrecherhöhle, ja, cool. Wo ist denn die? Da irgendwo. Habt ihr die jetzt gesehen, die Höhle? Wo ist denn die? Da ist sie, genau. Ja, da gehen wir jetzt auch nicht rein, aber wir haben sie auf der Karte und passt auch, ja. So, wir machen da jetzt wirklich einen Rundgang. Einen Rundgang, ja. Aber eigentlich müssten wir es ja bald geschafft haben. Fighten die Jungs da unten irgendwo? Nö, sind alle da. Drei Männer und ein Mädchen unterwegs in, ja. Weiß nicht wo. Wir schauen mal, wie weit das noch ist. Sonst müssen wir hier wieder speichern. Es nutzt nichts. Um Gottes Willen, wir müssen durch die ganzen Berge. Ich glaub's ja nicht. Wir lassen den ganzen Scheiß jetzt mal aus. Du bist ein Böser? Ja, mit Sicherheit. Ja, wo? Ah, was ist denn das? Wir werden das anders machen. Ich werde da jetzt kurz einmal was anderes probieren. Marc, wir werden da zerstören. Ohne Ende. Marc kriegt Wiederherstellung, Marc kriegt Zerstörung, Ring und... ja, und wir brauchen da noch was. Was ist denn das für ein Ding da? Feuerball. Oh, das ist gefährlich. Feuerball hat nämlich Streuwirkung. Ja, wir machen da Eis. Gibt es irgendwas mit Eis? Eisstachel, ja, komm her. Oh. Das war's dann auch schon. Jetzt können wir dann nicht mal durchsuchen. Komm her. Troll, Troll, Fett, hurra! Dabei bist du ja gegen Eis resistent, Kasperl.
So, wo bist denn du jetzt? Was liegt denn da? Ein Bügeleisen. Okay. Bleib bitte weg, solange dieser Zauber aktiv ist. Okay, weg ist er. Und jetzt? Ist alles? Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert. Könnt ihr mir helfen? Ihr könnt euch meine Zeit nicht leisten. Na. Mein Lager ist in der Nähe, in den Ruinen von Nilheim. Wenn ihr mich sicher dorthin bringt, erhaltet ihr eine Belohnung. Eskortiert, ja, genau. Und du laufst jetzt davon und ich werde jetzt speichern und wir werden dann kurz mal eskortieren und dann sehen wir uns gleich weiter. Wieder weiter. Beim nächsten Mal. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, dann macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es nicht weiter. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Euer Toso. Ciao.